Hey, euer Doc ist wieder am Start und es ist soweit. Sony hat die neue PlayStation 5 vorgestellt, die nächsten Monat auf den Markt kommt und die jetzige PlayStation 5 komplett ersetzt. Die PlayStation 5, wie wir sie jetzt kennen, seit Release, wird es so nicht mehr geben. Die PlayStation, die wir uns jetzt anschauen, wird die aktuelle Version komplett ersetzen. An dieser Stelle vielen Dank an Hugo. Er hat mir auf Instagram mitgeteilt, dass Sony soeben die neue PlayStation 5 vorgestellt hat. Und ja, könnt ihr euch noch an diesen Leak erinnern? Und jeder, der geschrien hat, dass das Fake ist, dass das Ganze aus dem 3D-Drucker entstanden ist. Ich muss euch enttäuschen. Der Leak, echt, die Hülle war echt. Und wir schauen uns jetzt das Video an. Alle Bilder komplett. Wir analysieren und zerlegen die jetzige PlayStation 5, die jetzt kommt, nächsten Monat, denn wir haben die A-Karte gezogen, hier leider auch noch dazu. Und warum? Naja, dazu komme ich gleich. Lasst uns als allererstes mal den Trailer anschauen und gucken, was verrät uns Sony. Die haben uns auch einige Specs mit auf den Weg gegeben, die schauen wir uns auch nochmal an. Ich habe noch nicht auf Play gedrückt, aber das ist, was Sony selber schon sagt, PlayStation 5. Dieselbe starke Leistung, aber ein neues Slim-Design. Also, es ist offiziell, es handelt sich hierbei um eine typische Fortsetzung, nämlich die PlayStation Slim, die dieses Jahr auf den Markt kommt. Jetzt schauen wir uns mal den Trailer an. Oh ja, sehen wir. Ich habe es damals schon analysiert und habe euch auch gesagt, bei der Analyse, wo wir die einzelnen Bilder so zerlegt haben, dass hier dieser Bereich definitiv schon sehr dünn erscheint. Und hier sehen wir es das erste Mal, Sony hat es uns gezeigt. Da ist sie! Ein Raumschiff. Controller ist geblieben, aber viel schlanker. Wir haben hier diesen typische Einkerbung. Der vertikale Standfuß verkaufen die jetzt separat. Gleiche Power. Die gleiche Power, nur schlanker. Zwei USB-Ports. Der schnellere ist auch hier vorne bei beiden. Anknopf, Anknopf und hier ein mechanischer Knopf, um das Laufwerk rauszuschmeißen. Warum Slim? Denn das ist eigentlich eine Zweier-Slim, zweimal Slim, mit einer Option. PS5, ganz normal, wie wir sie kennen, und die Digital Edition. Aber auch dieser Leak hat sich bestätigt. Neuer Look für die PlayStation 5-Konsole in dieser Weihnachtszeit. Zu Weihnachten, das Geschäft lässt sich Sony nicht nehmen. Das kleinere PS5-Design verfügt über 1 TB Speicher. Für PS5 und PS5 Digital Edition, das neue Modell bietet die Möglichkeit, der PS5 Digital Edition ein Ultra HD Blu-ray Disc Laufwerk hinzuzufügen oder zu entfernen? Nee. Während die Weihnachtszeit näher rückt, freuen wir uns, euch mitteilen zu können, dass wir ein neues PS5 Modell auf den Markt bringen, um den sich veränderten Bedürfnissen der Spieler gerecht zu werden. Haben unsere Ingenieure und Design Teams gemeinsam an einem neuen Formfaktor gearbeitet, der mehr Auswahl und Flexibilität bietet, die gleichen Technologiefunktionen, die die PS5 zum besten Spielerlebnis macht, sind in einem kleinen Formfaktor verpackt, zusammen mit einem anschließbaren Ultra HD Blu-ray Disc Laufwerk und einem 1 TB SSD interner Speicher. 1 TB hatten wir ja immer, abzüglich war aber nie das komplett, oder? Warte mal, Moment. Wait a minute. Die jetzige hat 825 GB und von der kannst du nur 667 nutzen. Okay, also wie viel kannst du davon nutzen? Das ist halt so eine Frage, ne? Du konntest ja nie komplett alles nutzen. Das Volumen der neuen PlayStation 5 wurde im Vergleich zu den Vorgängermodellen um mehr als 30% und das Gewicht um 18% bzw. 24% reduziert. Es gibt 4 separate Abdeckplatten, wobei der obere Teil in glänzender Optik gehalten ist. Ich hab's gewusst! Ich hab's gewusst, Sony! Ich hab's gewusst! Ich sag's euch, wenn Sony Folien, ja,
irgendwo dran lässt, dann ist das immer glänzend. Das heißt, wir haben nicht nur den mittleren Bereich glänzend, sondern, wie wir das hier auf dem Foto sehen, der Bereich hier ist glänzend, der Bereich hier ist glänzend, der Bereich ist hier glänzend und die unteren Platten sind matt und hier anscheinend irgendwie, ist es ein Glas, ist es ein Chrome, ist es nur hier und hier nichts. Schaut aus, als ob wir hier so wie einen Ring haben und hier nichts ist. Schaut auf jeden Fall edel aus. Während die unteren Seiten matt bleiben, wenn ihr die PS5 Digital Edition kauft, könnt ihr das Ultra HD Blu-ray Disc Laufwerk für PS5 später hinzufügen. Eigentlich eine coole Geschichte. Da es separat für unschlagbare 119,90 € erhältlich ist. Ich glaube, Apple hat heimlich, ich schwör's euch, ich glaube, Apple hat heimlich Sony gekauft. Denn Sony sagt, du kannst dir die digitale Edition kaufen von unserer PlayStation 5. Aber wenn du dir das Laufwerk kaufst, kostet es dich separat 119,99 €. Ich glaube, Apple hat Sony gekauft. 119,99 €. War ja klar, falls du später doch das Ganze haben möchtest. Das neue PS5-Modell wird ab November in den USA bei ausgewählten Einzelhändlern vor Ort und bei DirectPlayStation.com erhältlich sein. Sofern verfügbar, hoffen wir es mal. Die weltweite Einführung, und das ist eigentlich der schmerzvolle Part für uns, wird in den folgenden Monaten fortgesetzt. Sobald der Bestand des aktuellen PS5-Modells ausverkauft ist, wird die neue PS5 das einzige verfügbare Modell sein. Wir hier kriegen sie erst Monate, wenn wir Pech haben, verspätet. Die empfohlenen Verkaufspreise für das neue PS5-Modell lauten ab dem Rollout im November bei teilnehmenden Händlern wie folgt. USA, die normale $500, die digitale 450. Kaufst du dir also die Europa, die normale mit Laufwerk 550 aufgerundet und die digitale 450. Das heißt, entscheidest du dich, verspätet die Konsole zu kaufen, musst du sozusagen den Versand, die Verpackung, alles was dazugehört, mit einem Aufpreis von 20 € zahlen. Du zahlst 20 € mehr, wenn du es dir nachträglich kaufst. Du sparst dir am Anfang 100 €, zahlst dann nicht 550, sondern 450, stolzer Preis. UK günstiger, bisschen klar, aber hat was mit der Steuer und so weiter zu tun. Japan Preise. Im Lieferumfang des neuen PS5-Modells ist ein horizontaler Ständer enthalten. Außerdem wird ein neuer vertikaler Ständer allen PS5-Modellen kompatibel sein, also auch mit deiner jetzigen, und wird 29,99 € kosten. Machen wir mal ein bisschen Werbung noch. Gibt es für die Weihnachtszeit viel zu spielen auf der PlayStation 5. Dann haben wir hier noch die Spezifikationen. Ich bin sie bereits mal so grob durchgeflogen. In erster Linie ist mir jetzt nichts so aufgefallen. Müssen wir ein bisschen Zeit jetzt mal vergehen lassen, müssen wir mal recherchieren. Aber der erste Check hat jetzt nicht ergeben, dass sich jetzt irgendwas verändert hat. Wenn wir mal beobachten. Aber Sony schreibt ja, die Leistung ist geblieben. Die haben ja in der Revision, haben die ja grundsätzlich schon an der CPU gearbeitet gehabt. Deswegen haben die ja diesen jetzt denn überhaupt möglich gemacht. Meine lieben Patienten. Sehr spannend auf jeden Fall. Jetzt bist du dran. Schreib mir deine Meinung in die Kommentare. Wirst du deine alte Konsole verkaufen und dir die neue kaufen? Wie findest du das neue Design? Wie findest du, dass alles glänzend ist? Findest du die neue PlayStation 5, die deine alte PlayStation 5 ersetzen wird? Du bist dran. Bin sehr, sehr gespannt. In diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Sprechstunde. Euer Doc.